Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Interior. Ich bin Katrin und heute zeige ich euch die drei Top-Einrichtungstrends für 2024. Los geht's! Der erste Trend sind organische Formen. Diese Formen sind der Natur nachempfunden. Ob rund, oval oder ellipsenförmig, sie können eine beruhigende Wirkung haben und das Gefühl von Harmonie, Natürlichkeit und Wohlbefinden vermitteln. Organische Formen finden sich nicht nur bei Accessoires und Deko, sondern sind jetzt auch bei Möbeln angesagt. Zum Beispiel bei Sofas, Sesseln, Couchtischen und Kommoden. Übrigens, es gibt keine Regeln beim Einrichten mit organischen Formen. Ihr könnt einen Raum auch nur mit rundlichen Formen einrichten. Oder man kombiniert sie mit kantigen, wuchtigeren Möbeln für einen tollen Kontrast. Lasst mich raten, bei euch im Esszimmer sehen alle Stühle gleich aus? Das geht jetzt anders. Mit einem Stuhlmix aus verschiedenen Farben. Das wirkt lockerer, ist spannend fürs Auge und richtig gemütlich. Achtet darauf, dass die Füße der Stühle alle die gleiche Farbe und Form haben, sonst wird es zu unruhig. Und die Stühle sollten auch immer im gleichen Material sein, wie zum Beispiel hier Stoffbezug zu Stoffbezug. Mein Tipp: Achtet bei den Farben der Stühle darauf, dass sie alle die gleiche Strahlkraft haben. Also zum Beispiel knallig zu knallig oder gedeckt zu gedeckt. Ihr seid völlig frei, wie wild ihr euren Stuhlmix haben wollt. Zum Beispiel eher etwas ruhiger, mit Stühlen in ähnlichen, dezenten Farben. Oder aber jeden Stuhl in einer anderen, knalligen Farbe wählen. Wichtig dabei, den Raum drumherum solltet ihr dann eher schlicht halten. Ihr könnt übrigens nicht nur die Farben durchmischen, sondern auch die Stuhlform. Zum Beispiel mit Armlehnen und ohne. Es ist ganz egal, welchen Tisch ihr zu Hause habt. Wie ihr seht, lässt sich der Trend mit verschiedenen Tischformen und Farben umsetzen. Trend 3 sorgt für ein harmonisches und dezentes Gesamtbild. Dafür verzichtet man auf die Griffe an den Möbeln, wie zum Beispiel hier in der Küche. Seht ihr? Die Möbelflächen werden nicht durch sichtbare Griffe unterbrochen. Dadurch wirken sie ruhiger und geradliniger. Gerade Push-to-Open ist in der Küche super praktisch, vor allem wenn man nasse oder dreckige Hände hat. Durch grifflose Möbel spart man sich auch ein paar Zentimeter Platz. Das ist perfekt für super schmale Flure. Kleiner Tipp: Zu solchen Möbeln passt reduzierte und schlichte Deko am besten. Kennt ihr das auch, das lästige Putzen mit Griffen? Man kommt einfach nicht überall hin. Das Problem habe ich hier nicht. Na, was davon ist jetzt euer Lieblingstrend 2024? Erzählt es mir gerne in den Kommentaren. Und wenn es noch Einrichtungsthemen gibt, über die ihr mehr erfahren wollt, dann lasst es mich wissen. Ich freue mich drauf. Bis bald. Eure Katrin.